Ich habe, bis ich, glaube ich, 18 Jahre alt war, noch nie in meinem Leben ein Steak gegessen. Und eines meiner geilsten Erlebnisse war, als ich das allererste Mal zu Hause ein Steak gekauft und es zubereitet habe und es einfach übertrieben heftig geschmeckt hat und übertrieben heftig innen aussah. Und ich will, dass ihr genau dieses gleiche Erlebnis zu Hause auch haben könnt, ohne Equipment. Mit einer Pfanne, mit einem Stück Fleisch. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das hier ist ein Rib-Eye Steak oder ein Entrecôte. Wie der Name schon sagt, wer ein bisschen Englischkenntnis hat, es ist aus der Rippe des Rindes rausgeschnitten. Ein Rib-Eye macht aus, wenn es so ein schönes Fettauge hat. Und das Wichtige ist, dass wir dieses Steak jetzt nicht direkt kaufen und in die Pfanne werfen. Meins kommt sogar aus dem Tiefkühlfach, weil ich es vorher gekauft habe und nicht wusste, wann ich es benutzen werde. Das habe ich auftauen lassen und jetzt ist es noch kalt. Wirklich kalt. Zwei Sachen machen wir jetzt. Erstens, wir bringen es auf Zimmertemperatur und zweitens werden wir es salzen. Schönes Meersalz. Damit reibe ich mein Steak überall ein. Wir sparen hier nicht beim Salz, denn das ist eigentlich das Schönste, was dem Fleisch den Geschmack gibt. Es gibt immer eine Diskussion, ob man das Steak vorm Braten erst salzen sollte, beim Braten salzen sollte oder Stunden vorher. Macht euch da keine Gedanken. Macht es, wie ihr es wollt. Ich empfehle, oder ich persönlich salze es einfach ein paar Stunden vorher, während es auf Zimmertemperatur kommt. Das Steak schieben wir jetzt beiseite, bis es warm genug ist und wir es nutzen können. So viele Methoden gibt es, ein Steak zuzubereiten. Ich schwöre, ich habe sogar gesehen, wie jemand ein Steak in die Spülmaschine getan hat. Das werden wir in diesem Video nicht machen. Auch da, macht keine Wissenschaft draus. Guckt, was ihr zu Hause habt und brät damit euer Steak. Ganz einfach. Jetzt machen wir die Rückwärts-Gar-Methode, also Reverse-Sear. Man kann zum Beispiel das Steak im Ofen morgens vorgaren und 5 bis 10 Minuten oder 10 Minuten bevor die Gäste kommen oder bevor man sich das Steak selber gönnen will, kann man es in die Pfanne hauen. Man ist nicht dazu verpflichtet, schnell zu handeln, sondern man kann es vorbereiten, ruhen lassen, Gäste kommen, ab in die Pfanne, Rest machen, das ich euch gleich zeigen werde und dann fertig. Unser Steak ist jetzt nicht mehr kalt, sondern auf Zimmertemperatur. Und für diese Reverse-Sear-Methode kommt es jetzt in den Ofen. Das Steak wird im Ofen natürlich nicht komplett durchgebacken oder sonst was, ja, sondern der Ofen ist auf 90 Grad Ober-Unterhitze und darin bringen wir das Steak auf die gewünschte Gartemperatur minus 5 Grad. Das Ganze dauert ein wenig, je nach Dicke des Steaks. Das ist schon ein etwas dickeres Steak gewesen. Bei kleineren Stücken würde ich auch mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Ja, dass man es einfach, dass man diesen Sweet Spot nicht verpasst. Und das Einzige, was ich, um mein Steak so, wie ich es will, zu machen, gekauft habe, ist so ein Temperaturgargerät. Das ist nicht teuer, das kostet ein paar Euro, gibt es ein elektrisch und so. Kann man sich kaufen und fürs Fleisch, aber auch andere Sachen sehr gut in der Küche gebrauchen. Garpunkte beim Steak. Eine Sache, über die du dir vorher Gedanken machen solltest, bevor du dein Steak in die Pfanne haust oder überhaupt in den Ofen. Garpunkte gehen von Rare, also wirklich das, was noch als roh bezeichnet wird, bis zu Well Done, was dann wirklich so ungefähr schmeckt, ja. Nein, Spaß, aber wer es essen soll, soll es essen. Aber wie mache ich das Steak denn jetzt im Ofen und in der Pfanne so, dass es am Ende auch so wird, wie ich es genießen will? Dafür habe ich ja euch eben das hier gezeigt. Das werden wir zweimal brauchen. Einmal, um abzuchecken, wann wir das Steak aus dem Ofen holen und einmal, wann wir es aus der Pfanne runternehmen können. Damit unser Steak auch wirklich wie ein Steak aussieht, müssen wir es in einer Pfanne braten. Aber in welcher Pfanne sollte man eigentlich ein Steak zubereiten? In so einer unbeschichteten Edelstahlpfanne, mit der jeder schon Probleme hatte und ausgerastet ist, weil das Fleisch dran kleben bleibt. Oder in einer Teflonpfanne, wo man es mal versucht hat und nicht die schönste Kruste bekommen hat, die man wollte. Oder in der one and only gusseisernen Pfanne, die schon so oft benutzt wurde, dass hier das Steak von vor 100 Jahren noch gemacht wurde. Und heute benutze ich für das Video diese unbeschichtete Edelstahlpfanne. Und zwar nehmen wir unsere Pfanne, platzieren sie auf unserem Herd und erhitzen den Herd auf hoher Hitze, sodass sich auch die Pfanne erhitzt.
Salz. Und dann nehmen wir ein bisschen Wasser, machen unsere Finger rein und sprinkeln jetzt drauf. Jetzt wird es anfangen zu sein, dass das Wasser entweder direkt verdampft oder die Pfanne ist noch zu kalt und das Wasser, da passiert nichts mit. Es gibt einen Sweet Spot, der perfekte Punkt, das Fleisch auf die Pfanne zu tun und die perfekte Hitze in der Pfanne zu haben, ist, wenn wir Wasser drauf tropfen lassen und sich so diese Tröpfchen ganz klar in der Pfanne bilden und in der Pfanne rumspringen. Sie springen quasi drauf. Warum springen die drauf? Weil quasi eine Schicht sich in dieser Pfanne durch diese Hitze bildet, wo wir dann unser Steak drauf tun können und dann die Temperatur halten und es dann perfekt wenden können mit einer perfekten Kruste. Was passiert jetzt mit dem Steak, das im Ofen unsere gewünschte Temperatur bekommen hat, aber noch nicht aussieht wie ein Steak? Die Pfanne ist erhitzt mit dem Trick, den ich euch eben gezeigt habe. Und jetzt kommt das Steak da drauf, dieses Geräusch. Perfektion. Im Steak ist genug Fett, das sich jetzt löst, sodass wir gar kein Öl für die Pfanne benutzen müssen. Wir müssen jetzt einfach nur warten, bis sich die Kruste geformt hat. Einfach mal so ein bisschen heben und gucken an einer Stelle und dann das Steak wenden. Ich muss zugeben, die eine Seite der Kruste, da war ich ein wenig ungeduldig. Man sieht, es hat sich nicht eine ebene Kruste gebildet. Ist aber nicht schlimm, das kriegt man dann mit der Butter wieder hin. Das Ganze muss jetzt wirklich auf Zack funktionieren, dabei sein, aktiv da sein und dann kommt Butter, Rosmarin und Knoblauch in die Pfanne. Diese drei Sachen, die das Steak aromatisch nochmal verbessern. Und jetzt lassen wir die Butter schmelzen und immer weiter mit einem Löffel die Butter auf dem Steak verteilen. Ja? Die Butter hat das Aroma vom Rosmarin, vom Knoblauch bekommen und immer weiter gehen wir mit einem Löffel diese geschmolzene Butter über das Steak drauf. Finishen ist, checken nochmal die Kerntemperatur und es ist dann. Nicht dann, sondern medium fertig halt. Ne? Wichtig ist eine Sache, ein Fehler, den ich früher auch oft gemacht habe. Lasst das Steak für 5 Minuten, bevor ihr es anschneidet, ruhen. Zum Ruhen habe ich das Steak auf einem vorgewärmten Teller im Ofen gegeben. Der Ofen ist aus, das Steak behält seine Temperatur und wird nicht kalt, kann aber ein wenig ruhen. Dass wir einfach nicht dieses Problem haben, dass die Flüssigkeit aus dem Steak rausfließt. Und in diesen 5 Minuten kann man sich, finde ich, zu dieser Jahreszeit zum Frühling die perfekte Beilage machen. Und zwar angebratenen grünen Spargel. Den Spargel brechen in die Pfanne mit etwas heißem Wasser. Und wenn er gegart ist, einfach mit Knoblauch und Olivenöl anbraten. Einfach bis er braun ist und fertig. Gar nicht weiter um den heißen Brei jetzt reden. Genug geredet, Steak ist fertig, Spargel ist fertig. Und ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr wollt, aber ich zeige euch das Geilste bei einem Ribeye Steak. Und zwar ein Stück Steak nehmen und hier mit dem schönen Fett. Das muss man sich gönnen. Das Fett platzt dir im Mund auf und das ist wirklich das Geilste. Da können jetzt alle Leute sagen, ich esse nur Fleisch, aber dieser Spargel, Digga. Es ist Perfektion. Kartoffeln wären noch geil, aber ich habe mir die Kohlenhydrate für später aufgehoben. Wir gönnen uns das jetzt. Hammer. Es hat einfach so viel von der Pfanne aufgesogen und dieses leicht spritzige, weil wir haben ja Frühling durch die Zitrone, ist für so einen Spargel einfach baba. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob ihr euch das selber zutrauen würdet, das selber nachzukochen, weil ich finde, es ist sehr basic, sehr simpel. Ein Steak ohne Wissenschaft draus gemacht zu haben. In den Ofen, raus, in die Pfanne, raus, fertig. So sollte es sein. Simpel und einfach nachzumachen.